Mittlerweile stehen wir hier im Windkanal in Immstadt und haben unser neues Rad mit dabei. Unsere Aufgabe war es, ein sehr schnelles Rad nochmal deutlich schneller zu machen und haben geschaut, wo wir noch besser werden können. Das heißt, wichtig war vor allem, hinsichtlich der Aerodynamik nochmal einen Sprung nach vorne zu machen. Wir haben das Rad nochmal schneller hinbekommen. Die Steifigkeiten haben wir behalten können. Im Gewicht sind wir sogar nochmal ein bisschen leichter geworden. Das heißt, alles in allem können wir sagen, das Ziel heute haben wir erreicht. Und da sind wir sehr stolz drauf, dass das Ganze heute so gut durchgelaufen ist. Meine Aufgabe war es, in unserem Airfast-Projekt das bestehende Airfast 4 noch aerodynamischer zu machen. Ich denke, das ist uns ganz gut gelungen und das spiegelt auch das Ergebnis im Windkanal wider. Unser Airfast 5 teilt den Lenker und die Gabel mit dem Airfast 4, aber der Hinterbau, also der gesamte Hauptrahmen, ist komplett neu überarbeitet. Und durch diese Veränderung konnten wir also die Messlatte noch mal weiter nach oben legen und haben für uns das Ziel erreicht, was wir uns gesteckt hatten, das schnellste Rad der Welt zu bauen.